Hallo, meine lieben Gruselfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Alone Cold Winter beim... Halt, Moment, das war das falsche Safe Game. Halt, stopp! Wrong Safe Game! F12. Geht das? Ja, geht tatsächlich. Ein Hoch auf F12. Ein Hoch auf Maker Game, Maker-Spiele. Da geht das mal schnell mit F12. Zurück auf die Titel. Beim letzten Mal, so, haben wir unsere liebe Frau Sarah, naja, Ex-Frau Sarah erschießen müssen. Jetzt haben wir hier einen Hotelschlüssel und ich glaube, das hier ist das Hotel. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber wir können hier rein und hier kann man speichern. Das heißt, hier könnte sich was tun. Ich will die Leute nicht unnötig stören. Ich glaube, das ist kein Hotel, aber man weiß ja. Ach, Scheiße. Hier, ich glaube, hier muss ich nicht hin. Oder muss ich hier hin? Ich weiß es nicht. Jawohl. Ach, das ist seine Bude. Ja, gut, vielleicht finden wir da drin ja irgendwas. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man hier irgendwas findet, wie zum Beispiel ein Heilspray. Danke sehr. Noch irgendwas? Ich glaube, hier ist nichts Essbares mehr drin. Ja, dafür halt ein Haufen Bäh-Zeugs. Im Moment habe ich keine Lust, sie zu benutzen. Ja, das wäre vielleicht auch gut so. Ich glaube, du hast gerade auch noch nicht mal großartig was. An Schlaf ist jetzt nicht zu denken. Ich sollte gehen. Gut, dann haben wir hier zumindest schon mal ein Heilspray gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Der sollte echt mal hier oben aufräumen. Ich meine, guckt euch das an. Alles so verranzt und widerlich und bäh. Ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Mann, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Da ist gerade meine Assi-Seite rausgekommen. Ah, nein. Meine Assi-Seite. Die Assi-Seite, die gerne mal Frauentausch guckt. Ja, jeder hat sie. Muss es ja nicht dauernd tun, aber ab und zu mal so ganz kurz reinlugen. Dieser Tunnel führt aus der Stadt raus. Ich sollte nicht zu Fuß weitergehen. Yep, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ich glaube, wir müssen dann hier irgendwo in der Nähe... Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, ich möchte gerne eine Fahrt zum Motel am Rande der Stadt. Oh, klar doch. Ist mir eine Freude, klar doch. Ist mir eine Freude, aber... Was? Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Umfang der Demo abgeschlossen. Das ist doch nicht wahr. 3 Minuten! 3 Minuten! Du kannst dein... Ja, schön. Ich kann meinen Fortschritt jetzt speichern. Sehr schön. Das ist jetzt etwas ärgerlich, aber hey, wir können da rein. Was hat's denn hier? Ein verranztes Klo. Bäh. Abgeschossen. Die Tür rührt sich nicht und lässt sich nicht öffnen. Schade. Das sieht ja mal richtig lecker aus. Ich will in dieses Hotel. Was soll das? Ah! Die Demo ist vorbei, klasse. Hallo, du. Oh. Entschuldigung. Sie haben mich erschreckt. Alles in Ordnung. Ich erhielt einen Brief. Im Umschlag stand der Name Mary. Also ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Name meiner Frau. Das ist lächerlich, das könnte unmöglich wahr sein. Okay, wer Silent Hill 2 gespielt hat, der weiß ganz genau, worum es hier geht. Das ist, was ich mir die ganze Zeit einrede. Warum? Tote Menschen können keine Briefe schreiben. Wie gesagt, das kommt mir zu bekannt vor. Mary starb vor 3 Jahren an einer Krankheit. Ja. Hm. Entschuldigen Sie mich bitte, ich wäre jetzt gern alleine.
Sehr schöne Spielreferenz, muss man schon sagen. Ich gucke mich hier jetzt einfach um, damit ich wenigstens hier den Part habe. Da ja dieses Spiel unbedingt mein muss, obwohl wir können ja noch dem alten Ehepaar noch helfen, ihre Brille von der alten Dame zu finden. Und ich glaube, hier gibt es auch noch so ein bisschen was zu gucken. Ich weiß ja nicht. Ist ja noch ein Hotel. Oder komme ich nicht rein? Schade. Ich möchte jetzt dem alten Ehepaar helfen. So. Wo ist denn das alte Ehepaar? Die müssten, glaube ich, ein Stückchen weiter hinten sein. Da ja die Demo schon vorbei ist, können wir ja wenigstens denen hier helfen. Fragt sich nur, wo die sein könnte. Such jetzt hier überall mal. Ich meine, man kann ja nie wissen, wo sich denn so eine Brille versteckt. Brille! Wo bist du? Brille! Ah! Was? Die Brille, da ist sie ja. Wir haben dem alten Ehepaar geholfen. Hallöchen, da ist was. Entschuldigen Sie, ist das Ihre Brille? Meine Brille, Sie sind so ein Engel. Vielen Dank. Herbert, gib diesem jungen Mann eine Belohnung. Oh, natürlich. Es ist nicht viel, aber bitte nehmen Sie dieses Geld. Yay. Gott schütze sie! Na, hoffentlich nicht. Also ich weiß nicht, wenn Gott mich unbedingt beschützen muss, dann ist das Leben nicht lebenswert. Mein Gott hat Besseres zu tun, als mich zu beschützen. Zum Beispiel andere Welten erschaffen oder sowas. Ich weiß ja nicht. So, aber da wir hier jetzt tatsächlich alles ausgereizt haben, was wir hätten ausreizen können. Wir haben alles getan. Wir haben uns sogar dieses wunderschöne Menü hier angeguckt. Was es mit diesem roten Stein hier auf sich hat, keine Ahnung. Wir hätten sogar den Schwierigkeitsgrad noch ändern können. Also, ja. Freund und Helfer. Ah, da unten sieht man auch tatsächlich noch ein bisschen was von dem Effekt durch. Also von dem Schnee-Effekt. Trotzdem, das mit dem Silent Hill 2-Typen, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber gut, wie hieß der nochmal? Schreibt's in die Kommentare! Aber gut, da jetzt diese Demo leider schon zu Ende ist, finde ich irgendwie schade, man hätte uns wenigstens noch das Motelzimmer geben können. Aber nein! Ich finde, die Demo ist wahnsinnig toll. Ich kann ja direkt mal mein Fazit abgeben. Und ich würde sagen, von 10 Punkten, normalerweise gebe ich keine Punkte, aber heute mal von 10 Punkten wegen der Steuerung nur 8. Weil die Steuerung ist einfach nur, also hier unten da mit Alt schießen und mit Steuerung nachladen, gebe ich nur 8 Punkte, weil er tut einfach weh auf Dauer. Ich hätte es, wie gesagt, gerne auf Q oder E. Aber trotzdem ein solides Spiel, schöne Grafik, gut platzierte Musik. Sehr interessante Art, eine Demo zu beenden, so nach dem Motto, ich mache jetzt Pause. Laufen kann ich nicht. Schade. Kann mit dem Bus fahren, das wäre auch noch eine Option gewesen, aber mit dem Taxi? Na gut, also ich wäre jetzt auch noch mit dem Bus gefahren, aber wer weiß, was dann passiert wäre. Auf jeden Fall interessante Art, eine Demo zu beenden, indem der Taxifahrer einfach sich dahinstellt, demonstrativ und was ist. Süßes kleines Easter Egg hier mit dem Herrn, dessen Namen ich leider vergessen habe. Man könnte vielleicht noch ein paar Items verstecken. Das wäre auch noch eine tolle Sache gewesen. Und
Die Munition, na gut, die ist vielleicht etwas sehr rar gesät, aber dennoch gut platziert. Wobei bei der einen Stelle, wo wir dann auf einmal keine Muni mehr hatten, das war dann doch etwas meh. Aber gut, das war meine eigene Dummheit. Ich habe viel zu viel geschossen und viel zu wenig getroffen. Auf jeden Fall im Grunde eine grundsolide Demo. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Demo und vielleicht sogar auf die Vollversion. Wir werden es sehen. Bis dahin, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und tschüdelü.